Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, in den letzten 10 Jahren sind die Durchschnittsmieten in Deutschland um mehr als 10% gestiegen. Im gleichen Zeitraum haben sich die Preise für Eigentumswohnungen verdoppelt. Verschärft wird die Wohnungsmisere durch hohe Material-, Energie- und Personalkosten sowie den Fachkräftemangel. Denn all das macht Bauen unattraktiv. Wird Wohnen immer mehr zum Luxus oder gibt es doch Möglichkeiten, den Preiswahnsinn zu bremsen? Welche Instrumente helfen? Welche verschlimmern die Lage noch? Über all das sprechen wir in der neuen Nah dran. So viel sei aber schon gesagt. Wir brauchen eine echte Wohnwende, die schnell zusätzlichen Wohnraum schafft, statt ihn zu vernichten. Außerdem in der neuen Nah dran. Wir sagen dem Pflegenotstand den Kampf an. Wir machen uns im Bund für das Ende der Saatkrähenplage stark und wir schaffen echte Entlastungen für unsere Vereine. All das zeigt, es lohnt sich für Bayern und die Menschen, die hier leben, dass wir Freien Wähler mit am Kabinettstisch sitzen. Andernfalls würden wir weder beim Wasserstoff an der Spitze in Europa stehen, noch würden Grund- und Mittelschullehrer mehr Geld erhalten oder die Windkraft durch die mutige Anpassung der 10H-Regel Anschub bekommen. Wir geben der vernünftigen Mehrheit unserer Gesellschaft eine starke Stimme und wir scheuen uns nicht, politische Fehlentwicklungen zu benennen. Dass Wohnen kaum noch bezahlbar ist und sich Energiepreise sowie Inflation auf sehr hohem Niveau eingependelt haben, ist das Ergebnis einer vermeintlich sozialen Politik in Berlin. Die aktuelle Berliner Verbotskultur bringt nur Probleme, aber keine Lösungen. Für Lösungen setzen wir uns hier in Bayern ein. Dabei heißt Krisensicherheit für uns vor allem starke Wirtschaft, stabile Landwirtschaft und sichere sowie bezahlbare Energie. 2008 war unsere Fraktion noch belächelt worden, als wir beim Einzug in den Landtag eine Dezentralisierung der Energiewende forderten. Und jetzt merken alle, genau das ist der richtige Weg. Deshalb steht eines für uns unverrückbar fest. Diesen Weg werden wir beherzt weitergehen. Ich wünsche Ihnen wieder viel Freude beim Lesen und Schmökern und bitte bleiben Sie gesund. Thank you.